So, die Kiste hier. Hoffentlich keine Falle drin. Jawohl, sehr schön. Und dann gucken wir, was wir auch noch in Zukunft mal in irgendwelche andere Let's Plays vielleicht starten. Vielleicht von Darksiders 2, das ja momentan kostenlos ist mit Gold. In der zweiten Hälfte des Oktobers. Mit Games with Gold. Darksiders 2 habe ich ja auch selber gehabt, habe ich aber wieder verkauft. Ja, weil ich meine Spielesammlung ein bisschen aufgelöst habe, tut mir im Endeffekt leid, weil Darksiders 2 ja richtig geil war. Und jetzt habe ich mir es eben einfach wieder geholt. Und dann, deswegen tut es mir jetzt nicht mehr leid. Weil es war ja dann ja doch nochmal gut gegangen. Ja, und da können wir, dort wollte ich ja eigentlich sowieso ein Let's Play machen. Vielleicht, wenn es euch interessiert, ihr könnt ja mal schreiben. Dann machen wir ein Darksiders 2 Let's Play mal noch so zwischendurch. Eventuell, wenn ich die Zeit dazu finde, natürlich. Das ist Voraussetzung. Grundvoraussetzung. So, gehen wir mal hier lang. Also hier sehe ich jetzt fast gar nichts auf diesem Fernseher. Das ist natürlich böse. So, und das haben wir dann dort oben runter geboxt. Das ist ein Flammenschmetterling und glitzerndes Titanit. Naja. Müsste das ja sein, was wir da drunter geboxt haben. So, jetzt muss ich aufpassen. Hier irgendwo. Ja, das ist die Kante. Gut, da können wir hier nicht mehr weiter. So, und ich möchte mich bedanken. Auch in der Zeit, wo ich jetzt keine weiteren Videos gemacht habe, sind immer noch Abonnenten dazugekommen. Das ist einfach super. Das freut mich. Warum frisst der drei Pfeile? Sauhund. Der Bogen noch nicht stark genug. Ja, das freut mich natürlich unglaublich. Und ich heiße euch herzlich willkommen auf meinem Channel und hoffe, ihr habt weiterhin Freude bei den ganzen Videos und meinem Commentary. Zack. Werde mich natürlich auch bemühen, dass es dann weiterhin Top-Unterhaltung für euch gibt. So, da hinten ist auch noch so ein komischer Bolzen. Ich mache die gerne so kaputt. Ich spiele auch gerne mal zwischendurch mit dem Bogen. Die sind jetzt nicht unbedingt so gefährlich, dass man es unbedingt bräuchte. Noch eine Sache. Langsam wird es doch an der Zeit, mal hier einen Lebenssicherungsring anzuziehen. So, rotes Wasser. Aber ich rede wahrscheinlich diese Folge auch nicht ganz so viel. Wegen eben der Erkältung. Weil ich mich nochmal dran gewöhnen muss. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Aber dann geht's bald wieder richtig weiter. Wir sind hier, um zu singen zu denen, die bound by. We will sing here. We know nothing of the world. Ach so, jetzt drücke ich das auch schon automatisch weg, weil ich das so gewohnt bin. Sorry. For we will never leave. Do you seek King Vendrick? But what is a king after all? We know nothing of the world outside. For we will never leave here. When we sing, the little ones dance. The little ones grant comfort to those who bear death and dark. This is what we were taught. Is there anything wrong? Perhaps this will help. Dankeschön. This is all that we can do. When we sing, the little. Das haben wir schon gehört. Ja, und was es auch noch zu den DLCs zu sagen gibt, es gibt wieder neue versteinertes Etwas, also kann man noch mehr bei der Krähe tauschen. Das ist auch ganz cool, weil da gibt es ja doch geile Unique Items, die man ansonsten, glaube ich, gar nicht bekommt. Ach, Mistvieh. Menschenbild, jawohl. Und jetzt. Ach, jedes Mal das Gleiche. Komm, mach deine Attacke. Jawohl, danke schön.
Ja, hier kann man auch Menschenbilder farmen bei denen, weil die verlieren eigentlich ziemlich... Oder was, ich will jetzt nicht sagen ziemlich oft Menschenbild, aber... Die haben eben eine Chance, dass sie das droppen, ähnlich wie in Dark Souls 1 die Ratten. Haben wir hier diese komischen Froschmutationen. Und hier, die können auch glitzerndes Titanit verlieren. Aber, ja, ob man die dann farmen möchte, das bleibt dann eben selbst überlassen. Kommt nur der eine, cool. Das wusste ich gar nicht. Also die ganze Zeit habe ich versucht, diese Pullen, da kam immer der ganze Trupp, aber... Trupp, ja, vor allem der Trupp. Der Trupp. Und ich will hier nicht reinrennen, weil das sind einfach zu viele. Oh! Und die müssen nicht alle auf einmal kommen und dann noch diese Frösche dazwischen. Das ist ein bisschen nervig. Kommen wirklich einzeln. Wahnsinn. Wahrscheinlich bin ich auf einer Position. Vielleicht liegt das auch am größeren Fernsehen, weil ich einfach weiter sehe. Weil die hier, wenn die zusammenkommen, dann sind sie auch schon gar nicht mehr so erfreulich. Aber einzeln kann man die eigentlich ganz gut wegmachen. So, jetzt haben wir hier einen Haufen... Haufenweise Items hier rumfliegen. Oh, Erztragen, Streitkolben. Und ich werde heute auch nicht unbedingt so lange rekorden. Erstmal wegen der Erkältung. Und zweitens will ich wahrscheinlich direkt eins rendern, dass ich morgen eventuell auch euch wieder versorgen kann. Mit einem neuen Video. Wird ja auch wieder Zeit, mal. Mal gucken, wie das alles so klappt. Aber das Gebiet hier würde ich gerne noch abschließen, wenn das funktioniert, wie gesagt. Wenn es gut läuft, läuft. Jawohl, zwei auf einen Streich und da folgt nur noch einer. Ey, was ist denn jetzt los? Achso, da kommt noch ein Pilz. Todd. Todd Pigger. Todd-Todd-Stuhl. Von Tottenhausen. So. Ruhe im Puff. Und was haben wir hier? Was haben wir hier, was so bewacht ist? Glitzerndes Titanit und dreimal glatterseitiger Stein. Das Zeug kann man auch bei Snuggly tauschen, also der Krähe. Für die Leute, denen Snuggly kein Begriff ist. So irgendwie heißt es Snuggly und Konsorte. So, und hier haben wir dann doch schon mal gleich einen schönen Save Point, den wir jetzt mal auslösen werden. Yeah! Und da castern sie schon. Da knattern sie schon, die Caster, meine ich. So rum. So, komm her. Dark Souls ist einfach ein geiles Game. Ich habe mir auch schon lange kein neues Game mehr gekauft. Das muss ich auch sagen. Ich bin irgendwie mal nur, wenn ich zocke, hier Dark Souls. Auch Diablo gar nicht mehr. Müssen wir mal gucken. Vielleicht irgendwann Evil Within. Würde mich noch interessieren. Es gibt aber einige. Sacred 3 würde mich noch interessieren. Oh, da hinten ist ein Caster. Die nerven hier in dem Gebiet ohne Ende. Deswegen ist es hier... Bin ich froh, dass ich immer so gerne ein bisschen bogenbasiert noch spiele. Da habe ich nämlich was... gegen die, ohne da hinrennen zu müssen, weil da sind nachher so viele von allen Seiten gehasten. Wenn man da hinrennt. Ach, scheiße. Dann ist man natürlich auch schnell im Kreuzfeuer. Und das habe ich nicht so gerne. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wo die alle sind. Ich weiß auch gar nicht, wo es hier lang geht. Gehen wir einfach mal hier lang. Kann ja nichts schaden. Da ist schon mal eine Kröte. Mutation, Kröte. Hunter. Ja, und da hinten müssen wir, glaube ich, hin. Was ist denn jetzt los? Achso, der hat uns getroffen. Jetzt ist die Frage. Ich sehe hier...
sehe hier nichts. Für euch ist es wahrscheinlich ein bisschen heller, weil auf dem PC-Monitor sehe ich es heller. Ich könnte ja auch mal auf dem PC-Monitor gucken, wo ich lang muss. Ja. Sauhund. Wollte er uns überraschen. Lass dich überraschen. Jetzt können wir, glaube ich, auch noch hier rum. Da gibt es auch noch Items. Ah ne, da können wir hier lang sogar komplett. Stimmt. So war das irgendwie. Das ist eigentlich egal. Wir können hier durch, ja, oder hier durch. Jetzt frage ich mich, irgendwo gab es doch noch Items. Oder bin ich da falsch? Gab es hier in der Ecke ein Item? Ah nein, aber hier können wir schon einen Caster wegmachen. Bogen. Tschüss. Als ich den Speedrun geübt habe, oh nochmal Feuersamen, das ist doch toll, war das hier eine echt ekelhafte Stelle, weil da konnte ich ja schlecht hingehen mit dem Bogen alles wegmachen. Das hätte ja viel zu lange gedauert für den Speedrun. Das ist echt eine widerwärtige Stelle hier. So, war hier nicht noch irgendwo ein Caster? Ne, das war ja der, den wir dann weggeholt haben. Da können wir jetzt zunächst mal hier weitergehen. Da hinten ist das Riesen-Nilpferd noch. Das hat auch noch Items für uns. So, vergiftet haben wir es. Und jetzt weg hier. Das ist... Die haben ja den One-Hit-Move, diesen direkt tödlichen, wo sie dich fressen. Also ich weiß nicht, ob der immer direkt tödlich ist oder nur, wenn man, je nachdem, wie viel Vitalität man hat. Aber ich will ihm gar nicht so nahe kommen, um das herauszufinden. Ja, ja. Super, dass du ihn anvisiert behältst. Der hat geil ausgesehen. Pfeil im Kopf und umgeknickt. Ach nein, hier weiß ich... Ja, stimmt, hier gibt's... Ach, kacke, hier sehe ich ja gar nichts. Hier ist auf jeden Fall dort hinten das Sonnenlichtschwert. Und das wird noch bewacht von zwei Castern. Dort hinten seht ihr schon einen. Der seht uns auch schon. Sniper! Ja, hier, Schutz, liebe Freunde. Klug genutzt, nutze die Umgebung. Sun Tzus Kriegskunst Nummer 1, zelebriert von Spooky4F. Saublöder Sauhund. So, jetzt müssen wir aufpassen, hier wird es immer enger. Mit dem Caster haue ich jetzt eins auf die Mütze. So, Estus Flakon, Scherbe zunächst einmal. Und hier ist auch noch das Sonnenlichtschwert, meine ich. Das Wunder, das war... Sonnenlichtschwert, genau, wunderschön. Es ist dann so ähnlich wie diese Flammenwaffe, nur halb... kam nicht dann das, die Waffe, die ich in der ausgerüstet habe, mittels Glocke, kann ich dann in ein Wunder... Also mittels Wunderglocke kann ich dann hier die Waffe in eine Blitzwaffe verwandeln. Kurzzeitig. Brauche ich nicht mehr dieses Blitzkram. So. Ja, hier haben wir Deckung gesucht. Stimmt, genau vor dem ersten Caster dort. Und dann müssen wir hier ja irgendwo wieder zurück auf den Weg kommen. Alter, ich sehe wirklich kaum was im Weg. Das macht die Lage nicht unbedingt einfacher. Noch ein Caster. Kriegen wir nicht weg, bevor der zaubern kann. Doch. Komm, schieß. Ja. Ah, scheiße. Ich dachte, komm noch unten drunter durch. Das geht nämlich. Hat aber hier nicht geklappt. Okay. Aber so weit, so gut, liebe Freunde.